Ein Ehemann erlebte einen unvorstellbaren Schock, als seine schwarze Frau weiße Babys zur Welt brachte. Von seinen Gefühlen überwältigt, brach er sofort in Tränen aus. Was er dann tat, war völlig unerwartet. Sadie und Jarvis wollten immer ein Haus voller Kinder haben. Stell dir den Lärm und das Lachen vor. Aber die Monate vergingen wie im Flug und sie konnten einfach nicht schwanger werden. Nachdem sie ein Jahr lang vergeblich versucht hatten, schwanger zu werden, suchten sie einen Arzt auf und erhielten 2018 in einer Fruchtbarkeitsklinik eine schlechte Nachricht. Es stellte sich heraus, dass Jarvis aufgrund einer Azoospermie keine Kinder bekommen konnte. Damit schienen ihre Hoffnungen auf eine biologische Familie zunichte gemacht. Aber Sadie und Jarvis gaben nicht so schnell auf. Während andere ihren Traum von einer Familie vielleicht auf Eis gelegt hätten, haben sie alle anderen Möglichkeiten in Betracht gezogen. Sie erkundigten sich bei Samenbanken und schauten sich Spenderprofile an, stießen aber auf ein weiteres Problem. Es war schwierig, afroamerikanische Spender zu finden. Und noch schwieriger war es, einen zu finden, der bereit war, auch in Zukunft mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Eine große Sache für sie, denn sie wollten, dass ihr Kind diese Möglichkeit hat. Gerade als alles sehr kompliziert schien, ergab sich eine unerwartete Chance. Sadies beste Freundin wusste, was sie durchmachte und hatte eine Idee. Adoption. Sie erzählte ihnen von einem Baby, das viel zu früh geboren wurde und sofort eine neue Familie brauchte. Sadie und Jarvis verspürten den Drang, dieses Baby kennenzulernen. Im Krankenhaus gaben sie ihm den Namen Ezra. Als Sadie und Jarvis ihn auf der neugeborenen Intensivstation sahen, war er am Maschinen angeschlossen. Jarvis war von diesem Anblick schwer getroffen, so winzig und so hart um sein Leben kämpfend. Er weinte in diesem Moment und versprach, Ezra so viel Liebe und Schutz zu geben, wie er konnte. Aber die Adoption von Ezra war kein Zuckerschlecken. Selbst als sie sich mit der Idee anfreundeten, versuchten sie immer noch die Probleme mit der Samenspende zu lösen. Sendungen kamen nicht an, Termine wurden verschoben und der Stress häufte sich. Jeder Rückschlag stellte ihre Entschlossenheit auf die Probe, aber sie wurden nur noch entschlossener. Dann, gerade als sie dachten, sie hätten genug zu tun, kam ein weiterer Rückschlag. Ein entfernter Verwandter von Ezra focht ihre Adoption an. Der darauffolgende Rechtsstreit war hart und voller Unsicherheiten und bedrohte ihre neue Hoffnung. Aber Sadie und Jarvis ließen sich nicht beirren. Sie wurden von ihrer Gemeinde und ihren Anwälten unterstützt, die an ihr Recht glaubten, Ezras Eltern zu werden. Als der Gerichtstermin näher rückte, erhielten sie eine schockierende, aber gute Nachricht. Das Familienmitglied änderte seine Meinung und ließ die Klage fallen, nachdem es gesehen hatte, wie sehr Sadie und Jarvis Ezra liebten. Das war eine große Erleichterung und gab ihnen das Gefühl, dass sie wirklich dazu bestimmt waren, Ezras Eltern zu sein. Nachdem dieses Hindernis aus dem Weg geräumt war, machten sie sich bereit, Ezra nach Hause zu bringen. Dank der guten Pflege im Krankenhaus ging es dem kleinen Kerl jeden Tag besser. Sadie und Jarvis waren nervös und aufgeregt, als sie zu Hause alles für ihren neuen Sohn vorbereiteten. Aber dieser Sieg war nur der Anfang. Als sie sich daran gewöhnt hatten, Ezras Eltern zu sein, mussten sie sich damit auseinandersetzen, wie die Leute sie sahen. Manche Leute konnten nicht erkennen, dass Sadie seine Mutter war, weil ihre Hautfarbe nicht übereinstimmte. Sie dachten, sie müsse das Kindermädchen sein. Jedes Mal, wenn das passierte, wurden sie an die Vorurteile erinnert, die es immer noch gibt. Aber es gab ihnen auch die Möglichkeit, anderen zu helfen, anders darüber zu denken, wie eine Familie aussehen kann. Um Ezra vor diesen Vorurteilen zu schützen und ihnen Geschwister zu geben, die seine Situation verstehen können, dachten Sadie und Jarvis über Embryonenspenden nach. Sie wagten sich volle Hoffnung auf dieses Gebiet, wussten aber auch, dass es nicht einfach werden würde, so wie ihre Reise mit Ezra. Sie meldeten sich auf einer bekannten Webseite an, auf der Menschen Embryonen für andere spenden können, die sich ein Kind wünschen. Sie waren voller Hoffnung, wussten aber auch, dass es schwierig werden könnte, zumal ihre Adoptionsgeschichte ziemlich bekannt war. Es war schwer, einen Spender zu finden. Viele zögerten aufgrund der einzigartigen Geschichte von Sadie und Jarvis. Aber nach langer Suche und vielen Gesprächen mit potenziellen Spendern fanden sie schließlich einen passenden Spender. Ein Paar, das Zwillinge hatte und noch einige Embryonen übrig hatte. Der ganze Prozess war sehr anstrengend. Sadie musste sich einer Reihe von medizinischen Tests unterziehen, um sich auf den Embryotransfer vorzubereiten. Dabei wird der Embryo in ihre Gebärmutter eingesetzt. Diese Prozedur ist mit viel Hoffnung, aber auch mit viel Stress verbunden. Sie beschlossen, sehr offen über ihre Reise zu sprechen und alles in den sozialen Medien zu teilen, um anderen zu helfen, die vielleicht das Gleiche durchmachen. Einige Leute unterstützten sie wirklich, aber andere waren sich nicht sicher, ob sie auf diese Weise weitere Kinder bekommen sollten. Gerade als sie mit all dem fertig wurden, passierte etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Der erste Embryotransfer funktionierte nicht. Sadie wurde nicht schwanger. Das war ein wirklich harter Moment und sie fühlten sich sehr niedergeschlagen. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie wollten, dass Ezra Geschwister bekommt und dass ihre Familie mit noch mehr Liebe wächst. Sie bereiteten sich auf einen weiteren Versuch vor.
Diesmal mit Embryonen von einer anderen Spenderfamilie, die ihnen ihre Hilfe angeboten hatte, nachdem sie von ihnen gehört hatten. Aber auch dieser zweite Versuch war nicht einfach. Sie stießen auf einige Schwierigkeiten mit den Regeln der Klinik und auf einige rechtliche Probleme bei der Verwendung der Embryonen. Es schien, als ob jeder Schritt nach vorne eine neue Herausforderung mit sich brachte, aber sie gaben nicht auf. Gerade als sie es noch einmal versuchen wollten, tauchte ein weiteres Problem auf. Es gab Probleme mit dem rechtlichen Papierkram für die Embryonen. Plötzlich arbeiteten sie gegen die Zeit mit Anwälten und der Spenderfamilie, um alles vor dem Tag des Transfers zu regeln. Trotz all des Stresses und der Hürden gelang es ihnen, die rechtlichen Probleme rechtzeitig zu lösen. Der Transfer fand wie geplant statt und dann kam der schwierige Teil, das Warten. Während dieser Wartezeit dachte Sadie viel über alles nach, was sie durchgemacht hatten. Die Höhen und Tiefen und wie jeder Schritt ihr Leben verändert hatte. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Sadie nach dem zweiten Embryotransfer einen Schwangerschaftstest machte. Das Warten war nervenaufreibend, voller Hoffnung und Angst. Als der Test positiv ausfiel, waren sie überglücklich, aber auch ein bisschen vorsichtig, denn sie erinnerten sich an ihre letzte Fehlgeburt und wussten, dass noch einige Hürden vor ihnen lagen. Als Sadie Schwangerschaft weiterging, brachte jeder Meilenstein sowohl Freude als auch ein bisschen Sorge mit sich. Bei jedem Arzttermin hielten sie den Atem an, denn sie waren sich bewusst, wie wertvoll das wachsende Leben war. Dann erlebten sie bei einer Routine-Ultraschalluntersuchung eine größere Überraschung. Der Techniker teilte ihnen mit, dass Sadie nicht nur ein Baby bekommt, sondern Zwillinge. Die Freude war überwältigend, aber sie erkannten auch die großen Herausforderungen und die Verantwortung, die auf sie zukommen würden. Als sie die entscheidende Schwangerschaftswoche erreichten, in der die Zwillinge so weit entwickelt sein würden, dass sie bei einer Frühgeburt überleben würden, bereiteten sich Sadie und Jarvis auf das vor, was nun kommen würde. Doch trotz all der guten Dinge, die sich ereigneten, standen sie vor neuen, unerwarteten Herausforderungen, die ihre Stärke auf die Probe stellten. Während dieser kritischen Zeit begann Jarvis, über das große Ganze nachzudenken. Er erkannte, dass ihre Geschichte nicht nur ihrem eigenen Wunsch, eine Familie zu gründen, sondern auch anderen helfen könnte. Inspiriert von dieser Idee beschloss er, eine Stiftung zu gründen, um Familien wie die beiden zu unterstützen. Sein Plan war es, ihre persönlichen Herausforderungen in Hilfe für viele andere zu verwandeln, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Die Gründung der Stiftung stieß auf gemischte Reaktionen. Einige hielten es für einen brillanten Weg, große gesellschaftliche Probleme anzugehen, während andere skeptisch waren und sich fragten, ob Jarvis das wirklich durchziehen könnte, wenn man bedenkt, mit was für persönlichen Problemen er noch zu kämpfen hatte. Aber Jarvis ließ sich nicht beirren und gründete die Stiftung trotz aller Sorgen um die Schwangerschaft. Dann wurde es richtig ernst, als Sadie viel früher als erwartet ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ärzte versuchten alles, um die Wehen aufzuhalten und die Chancen der Zwillinge zu verbessern, falls sie zu früh geboren würden. Mitten in dieser Krise versuchte Jarvis, das erste große Projekt der Stiftung auf den Weg zu bringen. Eine Kampagne, um Geld und Aufmerksamkeit für Familien wie die ihre zu sammeln. Er pendelte zwischen dem Krankenhaus und Telefonaten hin und her, um sicherzustellen, dass die Kampagne ein Erfolg wurde. Als es mit Sadie ein wenig stabiler aussah, erhielt Jarvis einen Anruf, dass die Stiftung gerade ihre erste große Spende erhalten hatte. Das bedeutete, dass sie mit der Umsetzung wichtiger Programme beginnen konnte. Die Nachricht war ermutigend, kam aber zu einem so angespannten Zeitpunkt, dass Sadie und die Zwillinge noch immer nicht außer Gefahr waren. Die nächsten Tage waren eine emotionale Achterbahnfahrt. Jede kleine Verbesserung von Sadies Zustand brachte ihnen Erleichterung, aber die Sorge, dass sie möglicherweise zu früh entbinden könnte, war immer präsent. Sie klammerten sich aneinander. Dann kam der Moment, an dem die Ärzte sagten, dass sie nicht länger warten könnten. Die Zwillinge mussten durch einen Notkaiserschnitt geboren werden. Sie waren zwar eine Frühgeburt, aber es war alles vorbereitet, damit sie unter strenger Beobachtung sicher zur Welt kommen konnten. Es war eine nervenaufreibende Zeit, die von Hoffnung und stillen Gebeten aller Beteiligten geprägt war. Die Zwillinge, zwei kleine Mädchen, kamen atmend auf die Welt, mussten aber sofort auf die Intensivstation gebracht werden. Sie wurden auf die Neugeborenen-Intensivstation gebracht, noch bevor Sadie einen Blick auf sie werfen konnte. Sie und Jarvis hielten sich an der Hoffnung fest, dass ihre kleinen Mädchen stark genug waren, diese frühen Hürden zu überwinden. In den Tagen nach der Geburt der Zwillinge, während es Sadie besser ging und die Mädchen auf der Neugeborenen-Intensivstation hart kämpften, kam Jarvis' Stiftung endlich ins Rollen. Sie schalteten ihre Webseite frei und starteten ihre Programme und die Resonanz war enorm. Menschen aus aller Welt begannen, ihre eigenen schweren Geschichten zu erzählen, voller Kämpfe und Hoffnung und wie dankbar sie für die neue Hilfe waren, die sie bekommen konnten. Die Zwillinge mit den Namen Journée und Destinée verbrachten ihre ersten Wochen umgeben von den ständigen Pieptönen der Maschinen und den sanften Stimmen der Krankenschwestern. Jeder Tag war eine Mischung aus kleinen Erfolgen und schwierigen Momenten, die Sadie und Jarvis' Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellten. Die Geschichte von Familien, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten,
die auf der Webseite der Stiftung geteilt wurden, verliehen dem, was Jarvis tat, mehr Tiefe und Dringlichkeit. Aber mit der wachsenden Bekanntheit der Stiftung kamen noch mehr Herausforderungen, die Jarvis stark beanspruchten, obwohl sein Herz bei seiner Familie im Krankenhaus war. Nach einer gefühlten Ewigkeit, etwa einen Monat später, verkündeten die Ärzte die gute Nachricht. Die Zwillinge waren stark genug, um nach Hause zu gehen. Sadie und Jarvis waren überglücklich und erleichtert. Sie waren ununterbrochen auf der Neugeborenen-Intensivstation und hatten auf diesen Tag gewartet. Überwältigt von seinen Gefühlen und Tränen des Glücks, die ihm über das Gesicht liefen, fühlte Jarvis ein neues Engagement für seine Stiftung. Er war fest entschlossen, seine Bemühungen zu verstärken und noch mehr Hoffnung für Familien wie die seine zu schaffen. Zu Hause angekommen, bereiteten sie alles vor und richteten ein Kinderzimmer ein, in dem es von allem zwei gab. Und Ezra, der langsam den Dreh raus hatte, freute sich riesig, endlich seine kleinen Schwestern kennenzulernen. An dem Tag, an dem die Zwillinge nach Hause kamen, begann ein ganz neues Kapitel für die Familie. Die ersten Wochen waren eine Mischung aus schlaflosen Nächten, vielen Windelwechseln, aber auch wunderbaren Momenten. Zum Beispiel, wenn Ezra die Wangen seiner Schwestern sanft berührte oder ihnen seine kleinen Geheimnisse zuflüsterte. Es war alles so magisch. Die ganze Familiendynamik veränderte sich und Sadie und Jarvis bekamen den Dreh raus, wie man mit drei kleinen Kindern umgeht. Als Johnny und Destiny kräftiger und gesünder wurden, begann auch Jarvis' Stiftung richtig durchzustarten. Um zu feiern, wie weit sie gekommen waren und um sich bei allen zu bedanken, die sie unterstützt hatten, veranstaltete er ein großes Gemeindefest. Es war ein buntes Beisammensein mit vielen verschiedenen Familien, die alle ihre eigene Geschichte erzählten. Während dieser Feier geschah etwas Unerwartetes. Eine große Gesundheitsorganisation wandte sich an Jarvis. Sie wollten sich mit ihm an einer nationalen Kampagne beteiligen, um die Fruchtbarkeitsressourcen und die Unterstützung für Familien wie die seine zu verbessern. Diese Partnerschaft würde bedeuten, dass Jarvis noch mehr Familien helfen könnte. Während die Zwillinge zu lebhaften, kichernden Babys heranwuchsen und die Stiftung viel bewirkte, hatten Sadie und Jarvis etwas Zeit, um auf alles zurückzublicken, was sie durchgemacht hatten. Vom Umgang mit Unfruchtbarkeit und Adoption bis hin zur Bewältigung von Frühgeburten und sogar der Beurteilung durch die Gesellschaft haben sie viel durchgemacht. Aber jede Herausforderung hat sie stärker gemacht und sie zu Fürsprechern für andere gemacht, die ähnliche Probleme haben. Der krönende Abschluss dieses Teils ihrer Geschichte war der erste Geburtstag der Zwillinge, der gleichzeitig der erste Jahrestag der Stiftung war. Die Feier war ein Riesenspaß mit viel Gelächter, Kuchen in den Gesichtern der Kinder und vielen Luftballons. Sie hatten sogar Fotos von ihrer Reise ausgestellt, auf denen alles zu sehen war, von den schwierigen Zeiten der Unfruchtbarkeit bis hin zum Glück, das sie jetzt erleben. Als sie sahen, wie Ezra auf der Party mit Johnny und Destiny spielte, fühlten Sadie und Jarvis ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und der Bestimmung. Ihre Familie, die aufgrund der biologischen Herausforderungen einst nur ein ferner Traum war, war nun eine lebendige und liebevolle Realität. Und das wurde nicht nur zu Hause gefeiert, sondern von der ganzen Gemeinschaft, die sie durch ihre Bemühungen aufgebaut hatten. Danke, dass du bei dieser Geschichte geblieben bist. Ich hoffe, du fandest sie genauso faszinierend wie ich. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare und wenn dir die Geschichte gefallen hat, zögere nicht, den Like-Button zu drücken.